Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Farmaramaku. Heute zu den nächsten Event, nämlich Weihnachtseinkäufe. Ja, Weihnachten steht vor der Tür. Das ist sozusagen das letzte Event vor dem Weihnachtsevent. Es startet am 13.12. und endet am 19.12.2018. Ab Level 3 ist das Event verfügbar. Die Schwierigkeit ist mittel. Es startet um 14 Uhr und endet um 14 Uhr. Dann schauen wir uns gleich mal die Eventpflanze an. Die kommt vielleicht den einen oder anderen bekannt vor vom letzten Jahr. Die Schleifentulpe, alle 5 Stunden 200 EP auf einem Viererfeld. Und es ist ein Farm-Event, also Hauptackerwildwiese und Waldlichtung. Dann das Drop-Item ist Päckchen, wie letztes Jahr. Das Event gab es letztes Jahr schon mal. Da hat es Strudel, Weihnachtsstrudel oder irgendwie so gehießen. Also man kann sie wieder Tropen aus Feldern, Bäumen, Ställen schicken per Nachbarn oder im Farmausstatter gegen Tobgulden kaufen. Außerdem gibt es dieses Mal 5 Eventkörbe an der Zahl. Einmal den Korb klein, Korb mittel, Korb groß, Korb riesig und Korb deluxe. Wer genau wissen will, was drin ist, kann wie immer kurz stoppen. Dann kommen wir jetzt zur Event-Übersicht. Das ist jetzt aus dem polnischen Forum, weil man das im Deutschen wieder ein bisschen mit den Einkreisen immer ein bisschen zu kompliziert macht. Also, wir sehen hier, es fehlen noch Weihnachtseinkäufe. 4 Wegen haben wir mit jeweils 3 Paketen. Wir müssen uns gleich genauer anschauen, was man denn genau abgeben muss. Man muss versuchen, die 3 Pakete zu füllen mit verschiedenen Spielzeugsachen, Geschenkpapier und so weiter. Und wenn man dann das alles hat, hat man 12 Pakete insgesamt verpackt. Und auch die liegen dann, glaube ich, auch da vorne am Weihnachtsbaum. Ja, und dann hat man alle Items und die Ranke. Hier sehen wir zum Beispiel ein fertiges Geschenk, muss man immer halt jeweils zu jedem Geschenk eins aussuchen und ein Spielzeug und dann liefern und dann hat man das erste. Und das muss man mit jeweils 4 machen und dann hat man das. Was muss man denn genauer abgeben? Ja, Aufgabe 1 muss man zum Beispiel für das Paket im Schleifentulpe abgeben. Und Papageien bekommt man schon mal EP mal Level. Und außerdem hier noch 20 Päckchen und 25 Hühner zum Beispiel. Und das muss man dann immer mit einem Komponent zusammen machen. Und wenn man dann da alle 4 hat, hat man die erste Aufgabe, zum Beispiel den ersten Wagen absolviert. Und das ist dann jeweils immer gleich, nur dass halt ein bisschen andere Preise gefordert sind. Hier zum Beispiel Erdbeeren, Schleifentulpe, Päckchen, Datteln zum Beispiel. Und das mit allen 4 Wegen. Gibt auf jeden Fall Nebenbelohnungen auch dafür immer. Moospenny, EP mal Level, Freischaltung, Tempelkammer 4 muss man zum Beispiel sein, 120 Päckchen und Kakao. Ja, ist auf jeden Fall easy zu verstehen, meiner Meinung nach. Wenn ihr noch Fragen habt, gerne in die Kommentare. Wir helfen euch natürlich gerne. Und insgesamt benötigt man 22.800 Schleifchen, also für die Geschenke da oben. Und 1500 Päckchen für die Geschenke unten. Das ist schon eine ordentliche Menge wieder. Schwierigkeit ist aber mittel. Ich denke, das ist machbar. Und jetzt kommen wir schon zu den Hauptpreisen. Hier sehen wir den Eventsticker. Gefällt mir sehr gut. Mit dem Kuscheltier hier. Und es gibt 3 Items an der Zahl. Einmal Wintereinkauf, das 20 Stunden dauert. 3600 Bar maybe oder EP bringt. Ist auf jeden Fall cool aufgebaut. Zum Glühweinstand mit verschiedenen Sachen zum Kaufen. Dann Profi-Verpackung, der zeigt, wie man verpackt, dauert auch 20 Stunden und 1850 Bar MIP oder EP. Und dann der fleißige Santa tut die Säcke immer weg, weil die Wichtel verpacken die Sachen und dann kann er weitermachen. Ja, und das bringt 7700 Bar MIP oder EP. Ja, und jetzt kommen wir schon zur Wolke, die darf natürlich auch nicht fehlen. Das ist nämlich die Weihnachtseinkäufe. Ranke, die 20 Stunden dauert und einen Bonus von 400 EP mal Level hat, 400 Barma EP mal Level und eine EP-Box und eine Barma-Box. Das ist auf jeden Fall bombastisch. Jeden Tag fertig, das ist das Beste und die Ranke werde ich mir auf jeden Fall sichern. Ja, jetzt auf jeden Fall schreibt mal eure Meinung gerne in die Kommentare. Wie ihr dieses Event findet, freut ihr euch drauf. Ich bin langsam in Weihnachtsstimmung, wenn solche Events kommen, natürlich noch mehr. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Macht's gut und ciao.